Ja, Leute, ich bin Asker am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar das neue Update in Fortnite wurde auf die Server aufgespielt. Und es hat sich so viel geändert. Ich kann selber gar nicht mehr glauben. Gameplay-technisch ist Fortnite nicht mehr das Spiel, was es mal war. Es hat sich wirklich so viele Secret-Sachen haben sich geändert, Freunde. So viele Sachen, die Fortnite euch gar nicht verraten hat. Und diese geheimen Sachen, alle. Und okay, Leute, ich wollte mir gerade eigentlich die Waffe kaufen, aber ich habe vergessen. Das nehme ich, die Midas Drumgun. Die mythische Drumgun kostet nämlich 600 Gold. Und wir haben gar keine 600 Gold mehr. Das habe ich gerade auch gecheckt, Freunde. Wir müssen gucken. Wir müssen gleich ein bisschen Gold farmen. Dann können wir nämlich die neue Waffe, die jetzt gerade im Spiel hinzugefügt worden ist, uns direkt gönnen. Und das ist auch das erste Highlight in diesem Update. Und zwar Midas geht es nicht gut, Leute. Midas ist krank. Er wurde verflucht. Er sieht ein bisschen komisch aus. Wir gucken uns die jetzt mal ein bisschen gemeinsam an. Also, guck mal hier, Freunde, das ist doch keine gesunde Gesichtsfarbe, was der Typ hier hat. Ey, Midas, hast du was Schlechtes gegessen oder so? Was ist da los? Jetzt gib mir die... hallo? Hä? Leute? Junge, da gab's doch... Es gab eine Mythe... hat die jemand gekauft gerade? Junge, die wurde mir geklaut. Leute, mir wurde gerade meine Drumgun geklaut. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, wir müssen hier genau gucken. Das kann sein, vielleicht hat er die gekauft und ist hier... Ah, hier ist sie, Leute. Das Midas Trommelgewehr. Und das ist, wie schon angesprochen, die erste große Änderung im Update. Das goldene, mythische Drumgun-Gewehr, was deutlich verbessert worden ist. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Junge, wir machen... Oh, ich dachte gerade, Leute, überlegt mal, wie krass das gewesen wäre. Wir hätten diese Midas Drumgun zu einer Waffe abgegradet, die es gar nicht gibt. Zu hintermythisch, also zu ultra krass. Ey, das wäre es auf jeden Fall gewesen, aber leider geht's nicht. Okay, gut. Die Trommelgewehre wurden verbessert in Fortnite. Und zwar Trommelgewehre schießen deutlich schneller und machen viel, viel mehr Damage. Auch die mythische. Und zwar Fortnite hat ja letzte Woche die Drumguns reingehauen und hat festgestellt, okay, die Trommelgewehre sind doch ein bisschen schlecht. Die müssen ein bisschen verstärkt werden und wurden deswegen in diesem wöchigen Update verbessert und verstärkt. Unter anderem schießt die Waffe jetzt schneller und alle Drumguns, die ihr findet, machen mehr Damage. Und ich sag euch, das Teil haut schon wirklich gut rein. Werden wir gleich mal testen. Dann habt ihr gesehen, Midas ist krank. Und zwar, wir werden ja den Midas-Skin im Itemshop bekommen. Und dieser Midas-Skin wird eine verfluchte Variante haben, die meiner Meinung nach absolut krank aussieht. Ich werde euch mal hier diese verfluchte Variante einblenden. Und hier ist auch ein verfluchter Gegner. Beiseite, Kollege. Bitte einmal anschnallen, wenn Stani hier kommt. Haben wir kurz mal gedingst. Ich muss im Allgemeinen sagen, zur Drumgun, es ist eine coole Waffe. Aber ich sag euch ehrlich, ich glaube, es ist keine MP-Season, meiner Meinung nach. Die Drumgun kann man mitnehmen, falls man nichts so irgendwie gefunden hat. Aber ihr werdet auch gleich sehen, es ist nicht unbedingt die krasseste Waffe. Obwohl die Midas-Waffe mythisch ist, muss ich ganz ehrlich sagen... Ihr seht auch, der Damage, wenn man denn mal trifft, okay, alles klar. Der Damage ist okay, Leute. Es ist jetzt irgendwie nichts ultra krass Ausgefallenes. Die Waffe macht jetzt nicht den heftigsten Eindruck. Es ist eine solide Waffe, die man mal spielen kann, aber definitiv nichts Overpoweredes. Und ich sage euch auch ehrlich, ich werde bestimmt das letzte Mal oder allgemein dafür keine 600 Gold ausgeben. Da gebe ich lieber das Gold für irgendwelche Mod-Upgrades an der Bank aus. Oh Gott, der überlebt mit 1 HP. Junge! Bye, bye. Und, oh, wo wir es gerade sehen, Leute, die Ketten wurden stärker gemacht. Die Hades-Ketten machen jetzt 10 Punkte, 10 Chance-Punkte mehr, wenn ihr den Gegner zu euch ranzieht. Aber im Allgemeinen, die Hades-Ketten, sage ich euch ehrlich, sind immer noch Bluff. Bocken nicht so, machen aber jetzt 10 Damage mehr. Wow, spielt trotzdem keiner meiner Meinung nach. Aber es gibt wohl einen Bug, wo man mit den Hades-Ketten durchgebautes durchhauen kann. Habe ich gerade schon gesehen. Mal gucken, aber ich glaube, dieser Bug wird relativ schnell behoben. Und ich glaube nicht, dass die Hades-Ketten... Ja, also jetzt aktuell sind sie gut, weil, wie gesagt, es gibt einen Bug, wo man die halt ausnutzen kann. Aber wenn dieser Bug behoben wird, wird sie wahrscheinlich auch wieder keiner spielen. Dann gab es einen Rundumschlag. Und zwar die Sniper in Fortnite
Fortnite hatte die Schnauze voll. Sniper wurde komplett geändert. Es wurden deutlich weniger Snipers ins Spiel reingebracht. Und euch ist es vielleicht auch schon aufgefallen. Die Sniper gibt es nur noch in der Seltenheitsstufe episch und legendär. Drunter wurden alle Snipers, so wie ich das mitbekommen habe, entfernt. Und die epische und legendäre Sniper droppen deutlich weniger. Oh. Ich dachte nicht, dass ein Bot hier. Oh Gott. Oh Gott, Bro, sein Kollege kommt. Oh, Junge, Junge, Junge. Junge! Da müssen wir mal hier kurz das Weite suchen. Das ist mir hier doch ein bisschen zu rasant. Wir haben kein Schild und gegen zwei Leute mit 100 Leben möchte ich jetzt nicht unbedingt mich anlegen. Da sollte man doch mal ein bisschen vorsichtiger werden. Okay, da oben sind die nächsten Gegner, aber ich brauche jetzt eigentlich keine Gegner, sondern ich brauche jetzt unbedingt Blue Life. Okay, nehmen wir mit. Oh, was will der denn jetzt? Bye, bye. Oh mein Gott. Boom, hat's gemacht. Ruhe im Karton. Man sollte hier lieber, Junge, die haben gepusht, als wären die hier irgendwie E-Sport-Spieler 3000 und kassieren dann von Stunny Bunny. Haha, das hab ich auch noch rumgespuckt. Ja, so war es auf jeden Fall gewesen. Das war es aber natürlich nicht gewesen, Freunde. Erstmal mit dem Update. Es kommen geisteskranke Skins rein. Es kommen wirklich die krankesten Skins überhaupt rein. Die ganzen Skins, die wir in dem Update bekommen haben und die es in den nächsten Wochen im Shop geben wird, werde ich euch hier mal nebenbei einblenden. Das wird jetzt einfach durchlaufen. Ihr könnt euch die Skins angucken. Und wie gesagt, die werden jetzt so die nächsten 2-3 Wochen jeden Tag ab und zu mal im Shop erscheinen. Die genauen Shop-Tage sind natürlich nicht bekannt, aber ihr seht jetzt schon mal alle Skins. Das Krasse und natürlich die Überraschung ist Kratos der Übelste. Also Kratos war ja mit einer der seltensten Item-Shop-Skins überhaupt gewesen. Wird auch wieder reinkommen in den Item-Shop mit einem Bundle. Also Kratos werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen. Was wurde noch geändert? Und zwar, Freunde, es gibt eine goldene Frucht. Und zwar die goldene, legendäre Banane. Diese Banane könnt ihr überall auf der Karte finden, in Kisten. Sie liegt irgendwo rum. Die Banane, also überall ist sie eigentlich, könnt ihr sie finden. Und diese Banane hat eine Besonderheit. Und zwar, sie gibt euch einen Sprungboost und einen Geschwindigkeitsboost, dass ihr schneller laufen könnt. Zusätzlich heilt sie euer Green Life 100% auf. Also bis ihr voll seid. Und das finde ich meiner Meinung nach eine ziemlich coole Sache. Die Banane ist schon ziemlich cool und ist auch ziemlich OP mit ihren, ja, besonderen Fähigkeiten, die sie hat. Und wenn ihr natürlich jetzt eine Green Life braucht, heilt sie euch 100% auf und ist damit viel, viel stärker als ein Medkit. Was man aber sagen muss, Leute, es ist natürlich ein... es ist natürlich ein legendärer Gegenstand und die goldene Banane. Ja, das ist ein Noob, Bro. Bye, bye. ja, die goldene Banane findet man jetzt nicht so oft. Die findet man ab und zu. Ist schon was ganz Nettes. Was man aber nicht so krass findet, ist nämlich die neue Handcannon, beziehungsweise... Die Desert Eagle wurde jetzt wieder hinzugefügt. Das ist ja eine alte Waffe, die damals schon in Fortnite drin gewesen ist. Und diese Waffe wurde jetzt für die neue Season angepasst, hat jetzt Bullet Drop und ist sogar modifizierbar an Werkbänken. Die ersten Leute meinen, die Waffe ist gut, ist okay, ist relativ stark. In Legendär macht sie pro Schuss 98 normalen Damage an
WLAN. Was sehr, sehr heftig meiner Meinung nach ist. Aber ich habe sie leider... Leute, ich spiele jetzt heute schon seit 3, 4 Stunden oder 5 Stunden sogar schon die neue Fortnite-Season. Und ich habe die Handcannon erst einmal gefunden und habe sie gar nicht getestet. Ist jetzt auch eine Waffe. Ja, ist okay, dass sie drin ist. Ich sag's euch, Real Rap, es ist okay. Es ist jetzt nicht irgendwie was ultra krasses. Kann man spielen, muss man jetzt aber nicht sonderlich. Dann haben wir Zeus, Hades, Ares und Cerberus, also alle Bosse, die gerade auf der Karte sind, haben auch eine kleine Veränderung bekommen. Und zwar, sie sind ein bisschen stärker gemacht worden und sie droppen jetzt kein Big Shield mehr, sondern sie droppen ein Flowberry-Saft. Ist ein kleines Upgrade, also der Loot-Drop dieser Bosse wurde ein bisschen erhöht und hier vor uns sind nämlich 2 Medaillenträger. Diese Medaille würde ich gerne haben, Freunde, da müssen wir uns vielleicht mal auf Undercover anschleichen hier. Guter Damage, guter Damage. Aber das ist eine Sniper, Freunde. Und eine Sniper habe ich keinen Bock drauf. Weil die Sniper ist sehr, sehr eklig. Dann gab es noch einen Buff. Und zwar eine Waffe wurde stärker gemacht. Die DMR. Die DMR, manche Leute lieben die DMR. Manche Leute sagen sogar, die DMR ist eine OP-Waffe. Teilweise einige Pro-Player sind damit wohl ziemlich krass unterwegs. Und diese DMR wurde jetzt nochmal gebufft. Und zwar die Schüsse. Die Schüsse treffen deutlich schneller ihr Ziel und sie hat deutlich weniger Bullet Drop, was natürlich die Waffe deutlich genauer macht und viel, viel gefährlicher in einem Einsatz. Hab sie jetzt selber noch nicht getestet, die DMR, aber aus Berichten zufolge ist sie jetzt wirklich eine schon gut spielbare Waffe. Dann wurde der Flowberry-Saft ein bisschen schlechter gemacht. Und zwar, der Flowberry-Saft hatte ja eine Funktion gehabt. Wenn ihr euch quasi voll geflowberryt habt mit diesem Saft, dann habt ihr ja so eine... Habt ihr ja weniger... Wart ihr schneller unterwegs gewesen und ihr habt weniger weniger Fallgeschwindigkeit gehabt. Diese Funktion wurde jetzt von 10 Sekunden auf 5 Sekunden verringert. Also wurde der Flowberry-Saft wirklich deutlich verschlechtert, ist aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht eine Ultra. Oh mein Gott. Bro, das war auch mal wieder, Leute, man muss sagen, was man will, das war mal wieder so ein richtig schöner, super Snipe-Schuss aus der Hüfte. Die campen jetzt hier schön vor mir, aber kein Problem. Kein Problem. Also im Allgemeinen auch die Super-Styles, die jetzt freigeschaltet worden sind. Ich werde gleich mal die neuen Super-Styles für die aktuellen Bosse der Season 2 zeigen. Oh mein Gott. Oh, der eine war doch übelst low gewesen. Und die Karte oben wurde auch eingenommen. Okay, warte mal. Leute, wir gehen oben auf die Insel. Ich weiß jetzt nicht, wo die wieder am Campen sind. Also das, aber der Typ ist auf jeden Fall ein Quickscope-Gott. Deswegen werden wir uns erstmal um die Typen hier auf der Insel kümmern. Und es gab natürlich die große... Junge, was geht hier ab? Der Gude. Oh mein Gott. Five-Head-Move. Oh mein Gott. Junge, der Arme. Der wusste ja gar nicht, was passiert mit ihm. Aber da müssten... Guck mal, Leute, auf der Karte sind noch 2 Medaillenträger. Die müssten gerade noch oben auf der Insel sein. Also vielleicht kommen die gleich runter, dann könnten wir uns die auf jeden Fall holen. Die neuen Super-Sites werden jetzt hier einmal eingeblendet. Sehen ziemlich cool aus, Leute. Ja, ist jetzt nicht was ultra krass. Sind halt die Super-Sites. Ja, ist okay. Kann man jetzt machen. Muss man jetzt nicht machen. Muss man nicht haben. Aber ja, kann man sich freischalten. Sind halt die Super-Sites. Dann wird es aber eine sehr kranke Geschichte geben. Und zwar, es wird ja eine Avatar- oder die Avatar-Kooperation... Ah,
Lost, Bro. Lost. Junge! Dein Ernst oder was? Dein Ernst? Hä? Bro, was machen die? Junge, die denken auch, die sind Zeus höchstpersönlich oder was? Crazy. Und zwar in den nächsten Tagen... Ey, wir haben alle Medaillen. Crazy. Okay, nice. In den nächsten Tagen wird es eine Eisscholle, kann man schon sagen. Ja, eine Eisscholle. Ich werde euch ja mal hier ein Bild einblenden. Eine Eisscholle sich der Fortnite-Karte nähern. Und in dieser Eisscholle, ich habe leider Avatar nicht geguckt, Freunde, deswegen kann ich euch da auch leider irgendwie keine Informationen geben, was genau das ist. Aber das ist irgendwie so eine Eiskuppel oder irgendeine Kuppel, wo Avatar 300 Jahre drinne war und gekämpft hat oder was auch immer, und er war da mit seinem Haustier drinne, und jedenfalls Avatar kommt auf die Insel mit seinem Haustier, und dieses Haustier wird wahrscheinlich auf die Karte von Fortnite kommen. Das ist ja irgendwie so ein riesen Bison. Also das wird komplett crazy, glaube ich, werden, wenn diese Kooperation hier in Fortnite reinkommt. Das wird wahrscheinlich nochmal für richtig Aufruhr sorgen, und die Kooperation wird entweder in einer beziehungsweise spätestens in zwei Wochen reinkommen. Und hier, das ist der von eben, Leute, das ist der Quickscope-Gott. Nein. Ah, ich sehe schon, ich krieg gleich hier den dicken Sniper ab. Aber ich finde krass, dass es so eine dicke Änderung an der Sniper im Allgemeinen gab. Also, weil viele... Oh! Junge! Bleib doch eine Sekunde stehen. Im Allgemeinen muss ich sagen, das Update sieht sehr vielversprechend aus. Es wurde viel hinzugefügt, und ich finde im Allgemeinen wirklich das Update sehr, sehr nice. Ist halt eine, also ich muss halt sagen, bisher gefällt mir auch die Season relativ gut, weil jede Woche wirklich nice und viele Sachen hinzugefügt worden sind. Und das ist ja eigentlich relativ selten. Manchmal ist ja so Fortnite ein bisschen faul, was so die Sachen angehen. Yo, er ist der Letzte. Er ist der Letzte. Ich freunde mich an. Das gibt's nicht. Yo, was geht ab, Kollege? Ich bin's, Study Buddy. Woo-hoo. Ich habe nur ein bisschen Angst, Freunde, weil der Typ... Guck mal, der sieht mir gerade nicht so aus, als würde der hier mit mir schön sich befreunden. Ich mach einfach Skybase. Bro, ich sag ehrlich, guck mal, Skybase ist fast das internationale Zeichen für, man ist ein freundlicher Spieler, man ist ein netter Spieler, man will einfach nur ein bisschen Spaß in Fortnite haben. Mal gucken, ob er das vielleicht steht. Weil guck mal hier, ich könnte ihn jetzt auch snipen, wenn ich will. Ich könnte ihn snipen, gar kein Problem. Soll ich dich snipen? Nee, mache ich natürlich nicht, weil ich der freundliche Skybase-Bauer Stani bin, der jetzt hier nicht irgendwie Leute, die gerade eine Krone aufgehoben haben, snipen will. Aber das Problem, was ich gerade sehe, Leute, er hat nämlich gerade die Krone aufgehoben. Das heißt, er will unbedingt einen Kronensieg haben. Und ich glaube, wir können uns mit dem Kollegen nicht anfreunden. Ich werde aber mein Bestes geben, weil ich will natürlich hier freundlich einfach sein, Leute. Ich will bei den Leuten hier gute Stimmung machen, will hier nett sein. Und deswegen bauen wir hier hoch. Ich bin gespannt, ob er uns runterschießen wird. Weil ich sag ehrlich, Junge, ich verstehe es immer noch nicht bis heute. Ich versuche immer noch so, jeder, der Skybase sieht, Leute, lasst die Leute Skybase machen. Das sind doch auch Leute irgendwie, die nichts Böses wollen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Okay, so, jetzt sind wir gleich hier schön in der Zone. Wunderbar. Und jetzt werden wir gucken, wo der Kollege ist. Oh, Leute, ich sag euch, ich will den unbedingt beobachten. Okay, so, locker, locker, locker. Nee, oh, da geht's nicht. Okay, Leute, jetzt müssen wir ein kleines Suchspiel spielen. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn vielleicht? Wer ihn jetzt sieht, lasst ein Like und ein Abo da. Wer ihn jetzt schon gefunden hat, dürft Creator-Code Stani im Itemshop eintragen. Leute, komm, tragt doch mal Creator-Code Stani ein. Ihr seid Faulpelze, viele von euch machen das gar nicht. Also, wir haben jetzt aktuell, ja, das ist aber, man muss wirklich sagen, Leute, wir haben harten Kern, wir haben Hardcore-Supporter, wir haben jetzt insgesamt 30.000 Support-A-Creator. Also, das halten wir jetzt schon seit, glaube ich, seit 2, 3 Monaten. Und dafür wirklich Kuss an jeden Einzelnen, der das einträgt, Freunde.
Ist nicht selbstverständlich, ich weiß, mich nervt das auch, alle 14 Tage den Code neu einzutragen. Aber viele denken wirklich daran und man zahlt ja nicht irgendwie mehr oder so, ist ja einfach nur eine kostenlose Unterstützung. Kuss. Und ich probiere auch immer in Community Games und so einige Sachen wiederzugeben, was da eingenommen wird. Also von daher, Leute, ist das eine Win-Win-Situation. Und ich frage mich, wo der Paul Berger gerade ist, weil ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht, Leute. Ich weiß leider nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Wo ist er? Ey! Der will mich snipen! Ja, ich sag doch, Leute. Ich sag doch. Oh, Mann, oh, Meter, Zitronenpeter. Bro, ich hätte ihn noch gerade anschießen können. Hör doch auf damit. Hör doch auf damit, du. Sag mal. Du kleiner Bob, der Baumeister, du. Guck mal hier, was ich mit dir mache. Da gibst einmal hier so ein U-Turn von mir. Hier so ein Drift mache ich. Da drifte ich an der Seite vorbei, Freunde. Interessiert mich nicht. Weg hier. Zone. Soll ich es nochmal auf dem freundlichen Wege probieren? Ich weiß es nicht. Man könnte es probieren, Leute. Man könnte es probieren, aber eigentlich will ich hier auch snipen. Hallo, ich bin's, Stadi. Nee, Leute, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich sag euch ganz ehrlich. Da ist Hopfen und Malz komplett verloren. Guck mal hier. Der baut schon wieder. Er sniped schon wieder. Er will doch nur. Er will meinen Kopf und dann ist es weg. Das war's. Komm in die Zone. Das war's. Oh, das war's, Kollege. Das war's. Auf. Wiedersehen. Leute, abonnieren, liken nicht vergessen, das nächste Video sich noch angucken. Schön mit Öl.